Hallo zusammen. Die US-Wahlen stehen unmittelbar bevor und noch nie in der US-Geschichte hat sich ein Kandidat so klar pro Krypto positioniert wie Donald Trump. Und auf der anderen Seite haben wir im Kryptospace vier lange Jahre so dermaßen heftig unter der aktuellen Regierung leiden müssen. Da wird es wohl kaum einen geben, der diesen alten Gerontosauriern wie Joe Biden und Janet Yellen auch nur eine einzige Träne nachweinen wird. Die sind wir jedenfalls schon mal los. Egal, wer gewählt wird, es kann nur noch besser werden, sollte man zumindest meinen. Aber ist das auch wirklich so? Und wir haben auf der einen Seite Donald Trump. Der hat damals bei seiner ersten Präsidentschaft eigentlich auch kein gutes Haar an Krypto gelassen. Für Trump war Krypto ein riesiger Scam und vor allem im Kern eine direkte Konkurrenz zum heiß geliebten US-Dollar und gehörte daher am besten direkt verboten. Und nach der Präsidentschaft hat sich daran auch erstmal gar nichts geändert, obwohl er andererseits auch immer mal wieder eine eigene NFT-Kollektion rausgebracht hat und selber damit auch so das eine oder andere Millionchen verdient hat. Bis dann plötzlich Anfang 2024 irgendwer Donald Trump überzeugen konnte, dass man im Kryptospace auch eine ganze Menge Geld ansammeln kann für den Wahlkampf. Vor allem, weil die Gegenseite sich da in den vier Jahren der Biden-Administration dermaßen unbeliebt gemacht hat, dass man da wirklich super leichtes Spiel hatte. Nur muss man auch sagen, dass das, was anfänglich nur aussah wie ein plumper Griff in die Taschen der gebeutelten Krypto-Anhänger, sich dann im Laufe der letzten Monate in eine regelrechte Liebesaffäre mit Krypto verwandelt hat. Ich denke, da ist was Wahres dran, dass das Persönlichkeitsprofil von Donald Trump so ist, dass er einfach richtig gut darauf reagiert, wenn man ihm ein wenig Respekt und Liebe zukommen lässt und da dann auch sehr, sehr großherzig reagiert. Und mit Liebe wurde er förmlich überschüttet. Bei seinem großen Auftritt in Nashville im Juli bei der Bitcoin-Konferenz wurde er frenetisch gefeiert und da hat er die Eckpfeiler seiner Kryptopolitik verkündet. Unvergessen für mich die Trump-Rufe an der Stelle, wo er angekündigt hat, dass er Gary Gensler als erste Amtshandlung feuern will. Und das wäre dann wirklich mal ein richtig guter Tag für Krypto. Außerdem hat er dann auch von einer strategischen Bitcoin-Reserve gesprochen, die die USA ähnlich wie eine Gold- oder Ölreserve halten soll für Notfälle. Und dann hat er noch versprochen, dass unter seiner Führung so viel billige Energie produziert wird, dass die Miner sagen werden, bitte, bitte, Mr. President, nicht noch mehr Energie. Wir haben genug davon. Wir können billige Energie echt nicht mehr sehen. Alles in allem also super bullish für Krypto. Auf der anderen Seite ist dagegen über die Haltung von Kamala Harris fast gar nichts bekannt. Man kann, glaube ich, sagen, dass für Harris Krypto und Bitcoin keine besondere wichtige Rolle spielt. Es gibt eigentlich nur eine einzige Aussage zu dem Thema und das auch nur sehr, sehr indirekt, wo sie bei einem Fundraiser in New York dann gesagt hat, dass sie innovative Technologien unterstützen möchte, wie zum Beispiel KI und Digital Assets. Und das auch direkt mit dem Zusatz, dass sie dabei aber gleichzeitig auch Konsumenten und Investoren schützen möchte. Das klingt dann auch meiner Meinung nach schon eher nach noch mehr Regulierung und vor allem, weil die Demokraten ja Regulierung auch als Förderung begreifen, was aber leider nicht den Tatsachen entspricht. Und das ist jetzt nicht mal eine politisch gefärbte Aussage von mir, das ist einfach die Wahrheit, wenn man sich mal die Regulierung der letzten Jahre so anschaut. Und ich wünschte wirklich, ich könnte da mehr Punkte aufführen, wenigstens klare Aussagen. Sie müssen ja dann auch nicht unbedingt jetzt pro Krypto sein, aber irgendwas Klares oder Eindeutiges, das würde schon ausreichen. Und dann wäre das hier nicht ganz so einseitig. Aber man muss schon ziemlich tief in die Vergangenheit schauen, wenn man irgendwie mal rausfinden will, wie Harris wohl zu Krypto so stehen könnte. Und da gibt es so einige vage Berührungspunkte aus der Zeit, wo Kamala Harris noch als Generalstaatsanwältin in Kalifornien tätig war. Damals hat sie sich dann auch nicht wirklich direkt mit Krypto befasst, aber wenigstens mit Big Tech aus dem Silicon Valley. Und in der Zeit war sie dann sehr, sehr stark mit Verbraucherschutz befasst. Vor allem, indem sie eBay zu einer Strafzahlung von 4 Millionen US-Dollar gebracht hat wegen irgendwelcher Verstöße gegen Wettbewerbsregeln und wo sie dann auch Tech-Firmen wie Google und Facebook gezwungen hat, stärker gegen Rache-Pornos vorzugehen. Immerhin hat sie in der Zeit aber auch dann, denke ich, Förderer und Unterstützer aus den Reihen von Big-Tech-Unternehmen gewonnen und daher muss sie also auch nicht so völlig technologiefeindlich unterwegs gewesen sein. Mehr als das habe ich zu dem Thema aber auch tatsächlich nicht gefunden.
Es ist also fair zu sagen, dass Trump für Krypto sehr viel besser wäre. Immerhin bekäme man auch einen klaren Unterstützer ins Oval Office. Und auf der anderen Seite, wenn Harris gewählt wird, dann sieht die Sache komplett anders aus. Mindestens mal haben wir eine ganze Menge neue Unsicherheit, bis die Politik dann klarer wird. Und aktuell sieht es sehr danach aus, als wenn wir dann eher eine restriktive Regulierung bekommen, was ja immerhin besser wäre als das komplette Chaos, das wir im Moment haben. Aber selbst da kann es gut sein, dass das dann erstmal einfach so weitergeht wie bisher. Also, für die US-Wahlen gibt es für mich ganz klar 4 Szenarien. Das erste ist, dass Trump klar gewinnt und das zweite ist, dass Harris die Wahl klar für sich entscheidet. Die beiden anderen Szenarien sind dann, dass der eine oder der andere nur knapp gewinnt. Und für die Märkte und für Krypto hat das meiner Meinung nach ganz unterschiedliche Auswirkungen. Im ersten Fall, also Trump entscheidet das Rennen klar für sich, das ist super bullisch für Krypto. Mindestens mal wird dann Gary Gensler sehr flott in der Mülltonne der Geschichte verschwinden und auch so schnell nicht mehr auftauchen. Alleine das wird die Kurse ohne Ende beflügeln und dass die USA jetzt eine strategische Bitcoin-Reserve aufbauen für Notfälle oder so, das glaube ich allerdings eher nicht. Selbst wenn Trump das wirklich versuchen würde, das kann er eigentlich gar nicht wirklich alleine entscheiden und das wird niemals durch den Kongress kommen. Aber wir werden dann eine klarere und einfachere Regulierung bekommen und das wird vor allem Auswirkungen haben auf Ethereum, weil der DeFi-Bereich, das ist der Bereich, der aktuell am meisten unter der Regulierung leidet. Bitcoin und Solana sind da meiner Meinung nach etwas weniger betroffen, weil Bitcoin regulatorisch eigentlich schon recht weitreichend geklärt ist. Solana profitiert aktuell am meisten von den Meme-Coins und die wird man eigentlich nie richtig regulieren können. Immerhin kann jeder einfach irgendeinen neuen Meme-Coin auf den Markt schmeißen mit $2 Startkapital und einem VPN. Und das wird man also nie in den Griff bekommen. Ich glaube, dass man es auch gar nicht versuchen wird. Solana ist da ziemlich safe aktuell. Ich glaube dagegen, dass wir über kurz oder lang unter Trump einen Ethereum-ETF sehen werden, der auch Staking-Rendite ausschütten wird. Und das könnte dann den Kurs endlich mal wiederbeleben. Und das wäre dann ein ETF, der sich auch deutlich abgrenzt von dem Bitcoin-ETF, der ja nie sowas wie Dividenden haben wird. Schauen wir uns jetzt mal an, was bei einem Wahlsieg von Kamala Harris für die Kryptolandschaft so zu erwarten wäre. Die Wahrheit ist, die Haltung von Harris gegenüber Kryptowährungen ist ziemlich unklar, da sie sich bisher kaum positioniert hat. Und das bedeutet, dass das Thema bei ihrer Agenda wahrscheinlich eher nicht an oberster Stelle stehen wird und auch ein Wechsel des SEC-Vorsitzenden ist da sehr, sehr unwahrscheinlich, sodass ich glaube, dass Gary Gensler möglicherweise noch längere Zeit im Amt bleiben wird. Was wir aber dennoch erwarten können, das ist, dass die regulatorische Klarheit, wenn auch langsam, weiter zunehmen wird. Aber anstatt da jetzt auf schnelle Fortschritte zu hoffen, wird es dann auch wohl eher auf so eine behutsame und sehr, sagen wir mal, konsumentenfreundliche Annäherung hinauslaufen. Wenn Harris also die Richtung angibt, ist eine Regulierung im Sinne der europäischen MiCA-Richtlinien, finde ich, sehr wahrscheinlich. Das bedeutet dann also Know Your Customer und Anti-Money-Laundering, KYC und AML für dezentrale Projekte, für Uniswap und Ähnliches und auch spezifische Lizenzen für Unternehmen im DeFi-Bereich mit, glaube ich, sehr, sehr hohen formalen Anforderungen. Und letztlich könnten wir dann ein System sehen, in dem sich DeFi und CeFi so stark ähneln, dass die eigentliche Attraktivität von DeFi verschwinden wird und es nur noch als eine Art Prozess- und Kostenoptimierung für die traditionelle Finanzbranche fungieren wird. Das ist also in jedem Fall auch bullisch für Solana und Bitcoin, nur eben mit einem etwas langfristigeren Horizont, aber leider extrem bearish für Ethereum, für DeFi und für Altcoins. Aber was ist, wenn es knapp wird und keiner von beiden sich richtig durchsetzt? Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Wahl mal wieder angefochten wird und ich denke, dass Donald Trump zumindest kein Hehl daraus gemacht hat, dass er gegen das Wahlergebnis vorgehen wird, egal wie hoch oder wie niedrig Harris gewinnt. Bei Harris wird das sicher dann eher auf dem juristischen Wege passieren und bei Trump, naja, da weiß man es einfach nicht. Es kann sein, dass das Ganze dann richtig knallt. Jedenfalls ist nichts davon gut für die Märkte und schon gar nicht für Krypto. Und Krypto folgt ja aktuell ziemlich eindeutig dem Aktienmarkt, wenn es um Makro-Events geht und wenn die Zeit nach der Wahl dann chaotisch wird, dann wird sich sehr wahrscheinlich die Flucht in sichere Anlageklassen fortsetzen und das heißt eben nicht Bitcoin, wie die Bitcoin
Bitcoin-Jünger immer so denken, sondern eher raus aus Krypto, mehr in Cash-Positionen und in Gold. Und ich denke, dass dann der Markt erstmal ziemlich choppy sein wird, also nach und nach abwärts mit mehreren Crashs und Korrekturen, bis wir dann endlich mal Klarheit haben. Aber da wird dann auch alles davon abhängen, wie das Ganze abläuft. Und so ein langes juristisches Tauziehen wird da wohl am meisten an den Nerven der Anleger zehren. Und dann können wir uns erstmal auf eine längere Pause im Bullenmarkt einstellen. Dagegen, wenn es zu diesen bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommt, wie ja viele so fürchten, ich denke, das wird dann eher schnell gehen, aber dann eben leider auch ziemlich heftig. Man ist meiner Meinung nach auf jeden Fall gut beraten, einmal über die eine oder andere Absicherung für das Portfolio nachzudenken. Und auf meinem Kanal werdet ihr sicher auch fündig, wenn ihr da mal Ideen und Anregungen braucht. Also mal sehen, was bei der Wahl so rauskommt. Und übrigens, ich habe mich etwas schwer getan mit dem Video hier, weil ich es sehr einseitig finde, fast schon pro Trump, obwohl ich es eigentlich eher neutral halten wollte. Aber die Position von Harris gibt in Bezug auf Krypto leider absolut nichts Substanzielles her, worüber man was sagen könnte. Ziemlich schade. Naja, jedenfalls bin ich jetzt mal gespannt, was bei der Wahl rauskommt. Und ich hoffe, dass wir gegen Ende der Woche dann schon deutlich mehr wissen. Und bis dahin erstmal alles Gute. Bis bald. Tschüss.